Ah. Was machen wir denn da? Benutze Schädel. Das klappt so nicht. Okay. Oh Gott, hier kenne ich mich jetzt gar nicht mehr. Quietsch! Was war denn das? Uff. Schwierig. Boah, ich weiß, jetzt weiß ich gerade gar nichts mehr. Boah, jetzt wird's echt schwierig. Wir nähern uns ja so langsam dem Ende. Aber ja, das ist das Ding, was ich schon erzählt habe. So von am Anfang, wie gesagt, kenne ich mich super aus, aber jetzt wird's echt schwierig. Ich weiß nicht, ob wir jetzt auch noch hier bleiben müssen, oder? Keine kitzlige Stelle. Also ich glaube, wir brauchen ja den. Wir brauchen den Schlüssel vom LeChuck für diese Luke. Aber was machen wir denn hier, damit die Tür nicht quietscht? Benutze Tinte mit Tür. Das klappt so nicht. Hier kann ich ihn nicht rausholen. Den Schädel können wir auch gar nicht benutzen. Schläft tief und fest. Warte, warte mal. Ich habe eine Idee. Benutze Magnetkompass mit Schlüssel. Ja! Sehr gut. Kein Point-and-Click-Adventure übrigens ohne Schlüssel. Ah nee, falsche Tür, falsche Tür. So, jetzt kommen wir da bestimmt zur Luke. Ja! Was haben wir hier? Eine Schale? Das ist eine leere Schale. Für Schmierfett. Nimm leere Schale. Die nehme ich nicht mit. Okay, dann. Ich hasse Ratten. Was tun wir denn hier jetzt rein? Okay, wir müssen die Ratten irgendwie aufhalten. Aber ich weiß nicht wie. Oder was wir in dieses Töpfchen da reintun. Keine gute Idee. Ja, das glaube ich. Benutze Kopf des Navigators. Nein. Vielleicht könnten die Ratten an dem Navigatorkopf picken. Schau an Ratten. Das ist die größte Geisterratte, die ich je gesehen habe. Was machen wir mit den. Boah, die hatte ich jetzt auch gar nicht mehr auf dem Schirm. Also klar, wir brauchen das Schmierfett. Für die Tür.
Benutze Tinte mit Ratte. Benutze Tinte mit Schale. Keine gute Idee. Benutze Pfefferminz. Oh, die erfrischen. Tja. Ist bei den Piggies noch irgendwas? Vielleicht bei den Schweinen? Das ist eine leere Schale. Mitnehmen können wir die auch nicht, ne? Die nehme ich nicht mit. Wie eklig, guck, wie sie essen. Nimm. Die Flasche, die wir brauchen, glaube ich, diese Flasche vielleicht. Benutze Kanonenkugel, das klappt so nicht. Auch Geisterfüße können stinken. Vielleicht mit den Füßen. Kille, 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 kille. Ha, sehr gut. So, jetzt nehmen wir die Flasche mit Grog. Sehr gut. Boah, wie gemein eigentlich, dass man extra die Füße anklicken muss. So, und mit dem Grog. Ah, jetzt habe ich es doch. Jetzt haben wir es doch gleich. Benutze Flasche mit Grog, mit Schale. Diese Ratte ist nicht tot. Sie schläft nur. Ihren Rausch aus. So, nimm Schmierfett. Igitt, jetzt klebt's überall an meinen Händen. Nein, man sieht's ja nicht. Klumpenfett. So, schnell hier hoch. Benutze Klumpenfett auf quietschende Tür. Das sollte die Quietscherei beenden. Und rein da. Hier pennt noch einer. Schau an Geisterwerkzeug. Ja! Das sind leuchtende Geisterwerkzeuge. Er schläft. Können wir mit ihm reden? Nein. Ich liebe dieses Schnarchgeräusch. Ist das nicht fantastisch? Hey, ich wette, die Gouverneurin steckt da drin. Können wir das öffnen? Ich komme nicht ran. Der Geist ist genau im Weg. Nimm Geisterwerkzeug. Sehr gut. Noch mehr für mein Inventar. Benutze Geisterwerkzeug mit Schloss. Okay. Gut, dann eben nicht. La 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 la. Mit der Geist, dem Geisterwerkzeug, können wir aber nun benutze Geisterwerkzeug mit leuchtender Kasten. Damit sollte es gehen. Ja. Das war gerade immer noch ein besserer Beat als bei jedem Deutschrap, den ich je gehört habe. Oh, das hat er nicht gesagt. Entschuldigung. Das kann ich nicht nehmen. Ich schnapp mir die Wurzel und ziehe los. Die Voodoo-Wurzel. Schau an. Sie ist verdreht und vertrocknet und riecht nach Malz. Wenn es das jetzt ist, wenn das jetzt einfach hier Malz ist, dann gibt es aber Ärger. So, jetzt ist die Frage, ach, wie geil auch keine Ahnung, was das ist. Hier, guck mal, die Nase. Ach, ich liebe das so. Einen langen Weg, eine kleine Ruderei und noch ein paar Meter später. Hallo, ich hab's geschafft. Ich habe die Wurzel. Hey, ja wow, ne? Schaut mal, der macht echt keine Witze, der Typ. Da ist er ja. Er ist tatsächlich kein solcher Feigling.
Ja, dann geht's los. Lass uns den geheimen Trank mit der Wurzel brauen. Warte hier, wir kommen gleich wieder. Ey, gib mal einen Thermomix her. Ah. Ich liebe es. Ich liebe es so. Guten Tag. Ich hab die Wurzel. Ich kann's nicht oft genug sagen. Uns doch egal. Ciao. Hier, da ist es, das gute Stück. Ein Tropfen von dem Zeug und das Ektoplasma ist am Dampfen. Und wenn etwas übrig bleibt, ist es gekühlt ein köstliches Getränk. Ja, viel Erfolg, ne? Dankeschön. Dankeschön. Nein, Guybrush, du gehörst nicht hierhin. Magische Sodaflasche. Das ist eine braune Flüssigkeit mit Kohlensäure drin. So, weiter geht's. Eine weitere anstrengende Paddelei später. Huch, du hast mich ja zu Tode erschreckt. Was ist denn mit dem Schiff passiert? Die sind alle bei der Hochzeit. Ja, welche Hochzeit denn? LeChuck heiratet die Gouverneurin von Mealy Island. Was? Aber wie? Wo ist denn diese Hochzeit? Auf Mealy Island ist eine lauschige Kirche. Da ziehen sie gerade hin. Mealy Island? Oh nein. Okay, dann gebe ich auf. Ich habe keine Lust mehr. Tschüssi. Nee, wie, was? Du kannst doch jetzt nicht aufgeben. Was für ein Waschlappen bist du denn? Ja, okay, du hast recht. Ich muss diese Heirat aufhalten. Auf Wiedersehen. Bob? Wer, was machst du denn hier? Ich hab das Schiff zur Hochzeit leider verpasst. Hey! Kein Problem. Dann nehmen wir einfach meins. Auf geht's, los, hopp, zapp, zapp. Hey. Du hast ein Schiff? Ja, klar. Wie bist du mit dem Kopf denn hier eigentlich oder denn ohne Kopf hier reingekommen? Ich hab doch einen Kopf auf meinen Schultern. Und wenn du ein Schiff hast, warum wartest du denn dann auf Rettung? Ist doch klar, als Schiffbrüchiger musst du gerettet werden. Das steht doch in jedem Piratenbuch. Nimmst du mich mit nach Mealy Island? Ich leih dir mein Schiff, wenn du mich dann damit rettest. Okay, Deal. Auf geht's! Teil 4. Das Finale. Oh. Dauerte jetzt doch noch länger, als gedacht habe. Nun, das war sicherlich einfacher als die Reise nach Monkey Island. Wo ist Toothrot jetzt schon wieder hin? Muss ich mich jetzt wirklich alleine um die Hochzeit kümmern? Schnell. Huch. Hey, warte einen Augenblick. Interesse an etwas Malzbier, Sir? Malzbier, ich bin Carsten Stahl. Hey, was? Oh, ich liebe Malzbier. Oh. Cool. So, jetzt geht's weiter. Benutze magische Sodaflasche mit grimmiger Geist. Schluck das! Yeah! Sogar glutenfrei. Das Zeug ist fabelhaft. Pass auf, LeChuck. Es ist ein neuer Sheriff in der Stadt und... Hey, vielleicht gehe ich doch besser einfach zur Kirche. Wo sind denn die Männer ohne Moral in Klammern Piraten? Nicht da anscheinend. Können wir noch mal zur Voodoo Lady? Ich muss aber in die Kirche. Schau an, Uhr. Ist es hier denn immer 10 Uhr?
Okay, wir lassen die Tür einfach mal auf, einfach mal so als Streich. Können wir hier rein? Das ist nicht die Kirche. Okay, dann auf in die Kirche. Und wenn es einen Menschen gibt, der einen Grund hat, warum diese zwei Wesen nicht in der Ehe vereint leben sollen, dann möge er jetzt reden oder für immer schweigen. Haltet die Hochzeit auf! Hey, was ist denn das? Ah, du! Ich bin gekommen, Gouverneurin Marley zu retten. Und was genau hast du vor? Was ist jetzt los? Gouverneurin? Gouverneurin. Gouverneurin. Was geht denn hier vor? Oh, Guybrush, du Idiot! Ich bin beeindruckt, dass du mich retten wolltest, aber das war nicht nötig. Ich hatte alles unter Kontrolle. Dummerweise muss ich jetzt meinen Trumpf sofort ausspielen. Was? Aber wer? Also ich, also wie? Was? Wenn du hier bist, wer steckt in deinem Brautkleid? Was? Erschreck sie nicht. Sie haben eine Anti-Geist-Malzbierflasche. Oh, ich schnapp sie mir. Hoppla. Netter Versuch, Guybrush. Nur muss ich ihnen hinterher das Malzbier wieder beschaffen. Aber hey. Wagst es hierher zu kommen und mir zu drohen? Wie kann deine Kühnheit, ich kann deine Kühnheit nicht glauben. Ich musste die Heirat einfach aufhalten, ich musste es tun. Und ich heirate sie doch. Wie willst du mich denn dann aufhalten? Ich zieh dir eins mit dem Gummihuhn über, jawoll. Das haben schon andere versucht und sind dabei umgekommen. Ich werde deiner überdrüssig. Ich meine, nicht so vor. Die Malzbierflasche, oh nein. Hey, schön Sie zu sehen. Wie geht es dem Schiff? Wenn Sie an meinem neuen Änder interessiert sind, nehme ich alles in Zahlung. Hey, wer sind Sie? Guten Tag, mein Herr. Wissen Sie schon, mit meinem Blick sehe ich, Sie sind ein Mann von Welt. Jemand mit einem Auge für Qualität. Jemand, der ein gutes Angebot zu schätzen. Whoa. Hey, komm raus da. Los, hoppa. Hey. Können wir was machen? Nee. Da. So, hier, mein Freund, pass auf, hier. Wiederholung. Hubschrauberkamera. Kaboom.
Hey! Huch! Schleich dich nicht so an! Entschuldige. Ist schon okay. Weißt du, LeChuck war ein dummer, unflätiger, schleimiger, gruseliger Kerl. Aber eine gute Seite hatte es doch. Was? Er gibt ein wunderbares Feuerwerk ab. Ja, ist er nicht romantisch? Vor allem wie diese Musik. Kann ich dich auf ein Malzbier einladen? Sicher. Das ist doch... Da ist noch welches bei Stans. Hoffentlich ist Stan in Ordnung. Ich wünschte, meine Crew könnte das sehen. Wisst ihr, irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass Guybrush was mit diesem Felsen zu tun hat, der unser Schiff traf. Ja. Sobald wir von dieser Insel runter sind, werden wir mal ein wenig mit Mrs. Threepwood plaudern. Aber lass uns erstmal aus dieser Hütte rauskommen, wa? Aber eines habe ich aus dieser Geschichte gelernt. Was denn? Zahl nie mehr als 50 Mark für ein Computerspiel. Ein was? Keine Ahnung. Der Satz überkam mich einfach. The Secret of Monkey Island. Gaststar Spiffy als Hund in der Bar. Zusätzliche Designs und noch mehr zusätzliche Designs und Schwertkampfbeleidigung und Hilfe bei letzter Sekunde und zusätzliche Grafik von ganz vielen Tonnen Leuten, die dieses Spiel geschaffen haben. Das da heißt The Secret of Monkey Island, das wir gerade durchgespielt haben. Ja, es ist soweit. Oh Gott sei Dank habe ich jetzt noch mal eine Aufnahmepause gemacht. Denn ich wusste gar nicht, dass noch so viel jetzt doch passiert, auch auf dem Schiff und alles. Und ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Also, klasse. Aber ja, es hat mir eine große, große Freude gemacht und ja, auch toll, dass so viele dann doch Freude hieran haben. Und ich habe mich sehr über die Kommentare gefreut, freue mich auch hier natürlich über Kommentare unter diesem Video. Dass viele das eben der, das noch kennen, so von früher, finde ich sehr, sehr... John Sinclair? Warum John Sinclair? Boris Schneider, deutsche Übersetzung, das ist auch ja ein Kult-LucasArts-Mitglied, kann man schon so sagen. So wie Duden und Langenscheid Verlag. Großartig, es gab ja nichts anderes außer den Duden und den Langenscheid. Fantastisch. Ach ja, und ich würde sagen, den Soundtrack gibt es weder auf LP, MC noch CD. Ein Buch gibt es auch nicht. Secret of Monkey Island. Eine Lucasfilm Games Produktion. Ja, 1990. Ach, du ahnst es nicht. Ja, deshalb sage ich, schalten Sie den Computer aus. Das war's. Schalten Sie den Computer aus. Das war's. Schalten Sie ruhig den Computer aus. Schalten Sie den Computer aus. Los, hopp, hopp. Schalten Sie ihn jetzt endlich aus. Ja, vielen, vielen Dank nochmal jedenfalls fürs Zuschauen und natürlich würde ich sagen, wir spielen auch die Fortsetzung Monkey Island 2 LeChuck's Revenge. Das ist auch ein sehr, sehr tolles Spiel, was ich auch sehr, sehr gerne mag. Und vielleicht spielen wir den dritten Teil auch noch, danach wahrscheinlich eher nicht. Aber die nächsten beiden würde ich, glaube ich, gerne noch spielen. Ob das jetzt gleich im Anschluss kommt, weiß ich nicht. Vielleicht kommt TKKG auch erstmal noch. Ich bin mir unsicher. Oder auch ein paar Tage Pause. Schauen wir mal. Aber Monkey Island 2 wird auf jeden Fall auch hier stattfinden. So. Und das war's jetzt aber wirklich. Wir schalten den Computer jetzt aus. Und ihr auch in alter, guter Peter-Lustig-Manier einfach mal abschalten. Und oder irgendein anderes tolles Video schauen. Ja, das war's auch von meiner Seite. Ja, hier passiert jetzt halt noch was. Es ist halt wirklich irgendwie nicht vorbei. Aber ich sag jetzt trotzdem einfach mal, wir sehen uns beim nächsten Let's Play wieder. Macht's bis dahin gut. Ich bin raus, euer Flo. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.